Genau. Und dann starten wir jetzt mit dem Lobpreis. Ihr dürft gerne aufstehen, wenn ihr möchtet. Und viel Spaß. Lob singet ohne Ende, der Herr hat euch befreit. Erhebet eure Hände, singt ihm in Ewigkeit. Er kam auf unsere Erde, er kennt all unsere Not. Was wir in uns werde, nimmt er auf sich den Tod. Wer kann das je erfassen, was du für uns schon alles getan hast, guter Gott? Wir stehen jetzt vor dir am Abend dieses Tages, preisen dich, singen für dich. Das sind Worte, die wir singen, aber da soll unser ganzes Herz drin liegen. Wir wollen für dich singen, weil du gut bist, weil du uns liebst. Und das willst du uns heute Abend neu sagen und neu schenken. Ich bin dir heute besonders dankbar für eine Videokonferenz, die heute Morgen war, mit Menschen aus der ganzen Welt und zu sehen, wie dein Evangelium sich ausbreitet in so vielen Ländern, wie Neues entsteht. Danke für diese Hoffnung, die daraus kam.
preise dir, Herr. Öffne jetzt wirklich unsere Herzen für den Lobpreis.
your room and pray. Empower hearts and care. Increase us where we pray. And follow where we are made. Set our hearts ablaze with hope. Light fire in our very souls. Holy Spirit, come invade our night. Wirklich danach, dass dein Reich hier gebaut wird, dein Reich der Liebe, dein Reich, wo die Mächtigen nicht die Tollen sind, sondern wo die, die arm sind und schwach sind, ja, von dir besonders geliebt sind. Und ich bitte, dass du wirklich die Dunkelheit vertreibst, alle Angst vertreibst und dass du uns zeigst, wie sehr du uns liebst. Und wo du uns gebrauchen kannst, wie wir auch an deinem Reich mitbauen können. Herr, danke, dass du jeden von uns dafür benutzt. Danke, dass jeder seine Aufgabe im Reich Gottes hat. Herr, zeige uns das heute Abend, zeige uns das in den nächsten Wochen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so.
vom bösen Herrn. Mach uns frei, Frieden und Einheit schenk uns. Befreie uns von der Schuld, du hast Erbarmen mit uns. Steh du uns bei in der Not, wir hoffen, dass dein Reich kommt. Du bist unser Licht, o Herr, und die Nacht, sie ist vergangen. Unser Mund singt auch dein Lob, wenn du tröstest und befreit. Heilig und befreit, dein Name sei der Lob. Dein Wille soll geschehen, wie im Ich hatte die ganze Zeit jetzt die Textstelle im Kopf, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um Feuer auf die Erde zu werfen und ich wünsche mir, dass es schon brennt. Und wir haben jetzt in mehreren Liedern gebetet um den Heiligen Geist. Und ich glaube, dass wir wirklich einfach nicht damit aufhören, auch wenn vielleicht Pfingsten vorbei ist und denken, naja, ist vielleicht was passiert oder auch nicht, aber dass wir wirklich immer wieder neu um dieses Feuer bitten und dass Jesus diese Bitte nicht unerhört lässt. Dass wir wirklich heute Abend in diesem Vertrauen auch wieder zu ihm kommen können und bitten um dieses Feuer für uns, aber auch für die ganze Welt. Danke. Jesus, wir haben das vorhin schon einmal gesungen, dass du mit der Kraft deines Geistes die Atmosphäre verändern kannst, unsere ganze Nation, diese Stadt neu entzünden kannst, dem Feuer deiner Liebe. Darum bitten wir dich jetzt, wirf dein Feuer auf die Erde. Komm. Komm, Heiliger Geist, wirf dein Feuer auf die Erde. Deine Liebe erneuere unseren Geist.
frei zu sein, der Welt zu gönnen, Jesus weh. Oh, heiliger Geist, wirf dein Feuer auf die Erde. Oh, heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Oh, heiliger Geist, wirf dein Feuer auf die Erde. Oh, heiliger Geist, komm mit deiner Kraft. Oh, heiliger Geist, wirf dein Feuer auf die Erde. Komm, heiliger Geist, komm mit deiner aus dem Buch der Psalmen. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Diese Bibelstelle hat ganz viel Kraft, weil wir wissen, in unserem Leben sind wir nicht alleine. Weil selbst wenn wir uns verlaufen würden oder wenn das Schlimmste passiert, dann haben wir jemanden, der kommt uns retten. Der kommt in diese Situation, wo wir uns vielleicht alleine fühlen oder verzweifelt sind, und der kommt uns retten. Deswegen können wir ruhig mutig sein und auch Dinge riskieren, weil wir wissen, wir haben da jemanden, der fängt uns wieder auf, oder wenn wir uns verlaufen, der geht uns hinterher. Aus dem Korintherbrief. Gott ist treu. Er bürgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Jesus ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum ergeht auch durch ihn das Amen zu Gottes Lobpreis, vermittelt durch uns. Jesus ist das Ja zu allem, das Gott verheißen hat. Er ist sozusagen derjenige, der da ist, der uns auffängt, wenn wir meinen, es geht nicht weiter. Und dafür dürfen wir ihn wirklich loben aus ganzem Herzen. Danke, Herr, für diese Worte, die du uns heute Abend zusprichst. Deine Treue, für dein Ja, dass du uns retten kommst. Voll Freude singen wir für dich. Voll Freude sing ich mein Lied für dich in jedem Augenblick. Ich
tanz vor dir und ich preise dich. Erlöser bist du.